Es geht mit der Kamera, shit. Oh. Genau. So machen wir das. Hey, noch ein bisschen tiefer. Ja, so passt's doch. Willkommen zurück zu Golden Sun 2. Ich muss den Save-State noch laden, weil ich ja nicht speichern kann. Load Game. Und das ist dann diese Save State. Sieht das so aus? Ich glaube, hier haben wir aufgehört, oder? Ich glaube, hier haben wir aufgehört. In dem Häuschen doch, da war was. Da war was. Wo geht's ja weiter? Hallo Daniel, ja, warm, es ist warm und bei dir so? Am Freitag bin ich auf der Gamescom. Ich heuer nicht, aber viel Spaß dir. Stimmt, die steht ja auch wieder am Bild. Die steht ja auch wieder an. Muss ich noch die Zwiebel auf der LPM-Q, ach nicht Zwiebel, die Diskussions-Z machen wir diesmal nur, auf LPM-Q aktualisieren, wa? Da ist mein Schiff. Wo genau muss ich weiter? Wo genau muss ich weiter? Ja, was hast du denn auf der Gamescom vor? Welche Stände willst du denn unbedingt mitbekommen? Ja, das ist die Gondoran-Siedlung. Und weiter rechts ist der Magma-Felsen. Was will ich denn in die Siedlung? Nicht so viel. Heißt, der Felsen ist dann da drüben. Irgendwo zufällig. Noch ein bisschen den Fluss entlang. Ich bin sehr angeschlagen. Warum? Weil ich überall wegrenne. Wegen der Chinsucht habe ich mich nicht geheilt. Auf dem Weg hierhin ist eigentlich ungünstig. In der Siedlung war aber auch kein, ja, Heil. Na, keine Übernachtungsmöglichkeit. Sag mal. Muss doch irgendwo sein hier, Alter. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, wie komme ich da rüber? Ah, fick dich, Berg. Wie komme ich auf die andere Seite? Bevor ich ewig rumirre, haben die vielleicht geschrieben, wie ich da hinkomme. Nein. Ich würde mal unten entlang laufen und schauen, ob ich da so hinkomme.
Natürlich bekomme ich noch Gesellschaft. Warum verlost jemand in seinem Auto Rasierer, während sich jemand auf der Rückbank rasiert? Das klingt nach einer sehr billigen Werbung, die nicht wirklich professionell gemacht wurde. Das war jetzt gerade vermutlich kein Gillette, oder? Das war eher, keine Ahnung, Rasierer24.de oder so. Die Seite habe ich erfunden. Da, so komme ich zum großen roten Felsen. Ja, schau mal an. Hello. Und da habe ich Telekinese und dann kann ich damit durch. Schön. Hat das noch gleich? Da. Icehack hat das. Auf, auf. Will ich das stampfen? Bringt mir das irgendwas? Wer kann denn überhaupt stampfen hier? Ich dachte eigentlich, Jenna könnte stampfen. Ach nee, Gabi könnte stampfen, okay. Das ist, glaube ich, gar nicht stampfbar, kann das sein. Aber es sieht so aus, als ob man irgendwas damit tun muss. Ich laufe einfach mal weiter. Hoch oder rein? Rein. Rein, habe ich gesagt. Nur eine Kiste. Ne, ich kann da rüberspringen noch. Ich hasse es. Warum existiert das? Aber ich habe Starkangriffe mittlerweile, also geh verrecken. Er ist mal draufgeschlagen. Hä, hey, ich dachte, ich mache einfach die Timing-Taktik ohne draufschlagen in Dark Souls 2. Ich muss ein bisschen die Kamera drehen. Ja, ich denke, ich sollte bald wieder wechseln auf die andere Truppe. Au. Okay. Isaac hat fast keine Leben mehr ab. Okay. 300. Kann man mal machen. So, Mia, Wunschquelle. Für jeden. Okay, nice. Nice. Irgendwas? Nein. Ach so. Okay. Da Felix noch ganz vor und Blues nehmen wir. Den ich nur aus Versehen verflucht habe. Nicht absichtlich. Ja, okay, es wird ein Shortcut von der anderen Seite, habe verstanden. Ich drehe die Kamera, um Mimics zu erkennen. Das machst du ja auch nicht. In dem Spiel lässt sich auch schwer die Kamera drehen. Mmm.
Soll es offensichtlich sein, was ich hier tun muss? Ist es nämlich nicht. Ja, hat jemand eine Idee? Was seid ihr? Rasender Fels und weißer Greif. Okay, hallo. Wie geht's euch so? Alles cool? Ich habe in meiner Watch-Later-Liste ein Video, ob Golden Sun wirklich so gut ist, wie die Leute es sagen. Berichte mir dann gerne das Ergebnis. Falls du jemand bist, der seine Watch-Later-Liste wirklich abarbeitet und nicht wie ich einfach, wobei ich habe nur ein Video drin, trotzdem nicht wie andere Leute einfach aufstauen lässt, bis da irgendwie 150 Videos drin sind. Okay, irgendwas sollte ich mit diesen Felsen tun können, oder? Mörser. Erdgezitter war es nicht. Detonation. Ich kann sie wegdetonieren. Kann ich das da oben einsetzen? Nein. Kann ich das vielleicht mit Detonation anfeuern? Ja. Oh mein Gott. Okay, das sind Detonationsblöcke. Ich habe verstanden. Also sind es wohl 103 Videos nun. Okay. Dauert also noch so ein Jahr, bis du das vermutlich dann ungefähr schaust. Wer ist denn hier denn? Kleiner Tod und Dämon. Warum ist der Tod klein? Warum ist der Dämon mit Totenkopf? Ne? Sollte ich das vielleicht einfach auf die Abkürzung legen? Und jetzt? Schieß! Oh, geht nach oben. Hab ihn nicht kommen sehen. Sorry, bin nicht allwissend. Mach nochmal, hopp. Das geht nur einmal, oder? Oh mein Gott. Sau dummes Prinzip, Spiel. Sau dummes Prinzip. Und jetzt ewig warten. Danke. Unnötig langer Weg auch noch eingebaut. Das freut mich doch. Anstatt mich einfach direkt nach links laufen zu lassen, einfach mich einmal den Bogen laufen lassen. Das ist das beste Level-Design. Da brauche ich Regen. Also nicht Regen im Wachstum. Regen ist ja noch mal eine andere Fähigkeit.
Und für Wachstum muss ich die Chins umstellen und bäh und bäh. Ich arbeite die nicht chronologisch ab. Ich schaue und rein und wähle ein Video, das mich in dem Moment interessiert und mir zeitlich in den Kram passt. Außerdem schaue ich auch immer wieder in den Videos, die ich auf der Liste habe. Demnach könnte es auch weniger sein. Oder manche Videos sind inzwischen gelöscht oder auf privat. Ärgerst du dich dann, dass du die Videos nicht rechtzeitig angesehen hast? Und es dir nicht mehr ansehen kannst, obwohl es dich prinzipiell interessiert hätte. Ich brauche ernsthaft regelmäßig Wachstum, kann das sein? Das ist wirklich schwierig. Warum ist die Animation so ewig lang? Ich weiß ja nicht mal mehr, was das war. Aber vielleicht wäre es ein Video gewesen, das deine Welt verändert hätte. Vielleicht sind es meine Best-Offs. Wobei, da glaube ich, dass du die immer direkt anschaust. Zumindest kommen immer relativ schnelle Kommentare von dir. Dafür ist es jetzt sowieso zu spät. Hättest du sie doch mal gleich angeklickt, als du sie gesehen hast. Keine Mimik, danke. Was ist ein Öltropfen? Versucht Schaden durch Flammen, also etwas, das ich verkaufen werde. Cool. Oh, Junge. Kann Isaac jetzt... Ja. Ach, das Ding ist wieder da, gibt's doch nicht. Verlässt man einmal den Screen, ey. Okay, was ist hier noch? Isaac. Komm, wir machen mal Wachstum auf den anderen Shortcut. Dieses Level-Design. Und wenn ich da jetzt nicht hochgegangen wäre, sondern erst den anderen Weg gegangen hätte, hätte ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen müssen, damit ich dieses zweite Schussding aktivieren kann. Jesus. Ich packe noch jetzt auf die Liste, was von einem Kanal kommt, den ich abonniert habe. Oh. Wenn das nicht mehrere Jahre alt ist, während der Kanal recht aktiv ist. Oh. Hm. Jetzt habe ich das nicht aktiviert, heißt, ich darf da nochmal hinlaufen. Mensch, Taimi hat mich abonniert. Ich meine, ich habe es erwartet, weil es mir schon mal erzählt hat. Und ich nicht dachte, dass sich das ändert. Aber, Mensch, wie schön. Muss ich nur noch mal wieder Videos hochladen, die Time auch wirklich interessieren. Als nächstes kommt ein Ruby-Best-Off. Kein Fußballvideo, kein Turniervideo, Ruby-Best-Off. Du bist jetzt die zweite Person nach Missy, die das macht. Warte. Doch, passt, okay. Ich hatte kurz Angst, ich käme hier nicht weiter. So, Shortcut. Was ist hier?
Eine Mine Gegnerschüsse. Irgendwie sehen sich Gabi und Ivan sehr ähnlich. Sind das Geschwister? Sind wir im Saarland und es sind alles Geschwister. Wer weiß. Jetzt muss ich mich beeilen, da runterkommen und dann wieder hochklettern. Das ist im richtigen Weg. Das war der falsche Weg. Nee, das war der richtige. Muss nur schnell genug sein. Für den Shit. Okay. Gerade so aber. Go, go, Felix. Oh, Shortcut, Shortcut. Shortcut. Dann kann ich noch... wo war die Kiste? Hier mich runterdroppen? Ja. Oh, das brauche ich nicht. Ich bin reich. In dem Spiel. Zumindest. In dem Spiel. Bei Gabi darf hier mal ein Tornado machen. Und Blues darf nochmal drauf. Dann muss ich wohl mit dir fahren. Um von hier wegzukommen. Und dann nach oben. Verstehe, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube zu wissen, wo ich bin. Ja, und dann geht's da wieder hoch. Okay. War da nicht noch ein Weg? War da nicht noch ein Weg ganz rechts? Ja, da war noch ein Weg ganz rechts. Huh. Das ist der richtige Weg. Ich habe Angst. Ich habe Angst, irgendwie falsch zu laufen und dann 100 Jahre nochmal neu. Okay. Hat sich geregelt, was der richtige Weg ist, wa? Dann geht's da hoch. Und nochmal da hoch. Und dann hoch. Nicht nach unten, ich will den Weg nach oben. Der Weg nach oben war falsch. Alter. Was für ein ekelhaftes Gebiet. Yes. Aber wir nähern uns dem Ende immer weiter. Hier nur drüber jumpen, ja, aber nur einmal. Oh, Jesus, shit. Oh, Jesus. Okay, das Gebiet besteht daraus, dass ich Wege mehrfach laufe. Cool. Das ist spaßig. Das ist spaßig. Ich müsste eigentlich links die Sache verschieben, damit ich das von der anderen Seite aus auslösen kann. Das ist das Problem. Also ich muss erst irgendwie nach links, aber wie komme ich nach links? Du läufst überall Wege mehrfach, aber hier muss ich, wenn ich alles erkunde. Hier liegt es nicht an meiner Dummheit, da ist das Problem, da ist das Schlimme. Ja, hau halt einfach drauf. Komm.
Genau, und den einen, auf den Aaron gegangen wäre, der ist schon tot. Nee. Rechts machst du drüben. Rechts machst du Abkürzungen. Also du meinst prinzipiell immer rechts. Nicht jetzt hier spezifisch, geh nochmal nach rechts. Right. Hier komme ich nicht mehr zurück, weil das Ding aus ist. Okay, Pumpe. Okay. Was für eine Scheibe ist das? Wie ging sie nur da hoch? Ich meine, ich habe mich noch nicht überall runterschmeißen lassen. Das hier zum Beispiel hat mir rein gar nichts gebracht. Hopp. Hopp. Mach. Danke. Das ganz links bringt mir auch nichts, oder? Das hat mir nicht aufgepasst. Das ganz rechts. Das ganz rechts bringt mir auch nichts, oder? Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. Shit. Nein, bringt ja nichts. Danke für die Info. Ach, da war nur der Schalker, der nicht frei ist. Waren weiter unten waren keine Wege mehr, oder? Bin ich da schon hoch? Ja, bin ich, das war doch. Bin ich, das war doch der eine Weg, wo ich dann das Ding aktiviert habe und wieder zurück musste, oder? Da rechts war dann so ein Doppelweg. Ja, da bin ich, da war ich schon überall, das kann ich echt nicht sagen. Da bin ich, glaube ich, jetzt zu weit zurückgelaufen. Ach Leute. Fun. Lass uns den Fun-Song singen. Irgendwie sieht alles gleich aus, ja. Das Tileset hat hier nicht so viele verschiedene Blöcke gehabt. Kacheln gehabt. Da würde ich gerne von links ran, aber von links komme ich nicht so wirklich ran. Lass mich runter.
Ich meine, ich kann es nicht so verarschen, dass ich in der Mitte schon runterfalle, oder? Da bin ich nicht so doof dafür. Ich kann nur auf dem ersten runterfallen, ja. Solange das andere nicht existiert, rechts, links, 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 links. Kannst du da runterfallen? Ja, okay. Schlecht. Schön, wie Felix einfach sicher da drauf stand. Ja, wie komme ich nach links? Wie komme ich nach links? Da war ja eigentlich nur der Hinweg, da kann ich nicht runter, das habe ich vorhin schon festgestellt. Komme ich von weiter unten noch weiter nach links? Das wäre praktisch. Gibt es irgendwo eine Höhle? Wir hatten die Höhle ganz unten. Bin ich wieder hier. Wir hatten die Höhle ganz unten am Eingang, aber kam ich ja nicht weiter, oder? Dann will ich nochmal zum Eingang laufen. Lass mich hoch. Ich halte mich jetzt mal links in der Hoffnung, dass es nach links noch irgendwo geht, aber es sieht nicht so aus. Ist das Spiel nicht toll? Nein. Es war bestimmt mal toll, aber ich glaube, aktuell ist es einfach alt. Lichter, war ich da oben links? Hallo Arco, willkommen bei einem schrecklichen Gebiet. Wie geht's? Wie steht's? Da werde ich auch nicht linker als so. Darunter stürzen ist nur schlecht für mich. Stell dir vor, ich gehe raus, oder stellt euch vor, ich gehe raus und dann resetten sich einfach alle Shortcuts, die ich freigelegt habe. Weil das Spiel sich so denkt, nee, war es jetzt komplett draußen, weg. Da kam ich nicht wirklich weiter. Kann ich nicht einfach in die Lava fallen lassen, ja. Nein, kann ich nicht. Wie lief's bisher? Naja, ich irre hier rum. Wie gesagt, wie geht's mir? Es ist scheiße warm. Scheinbar musst du von oben kommen. Wie? Wo ist das? Das ist eine gute Frage. Ich kann mal hier zum Spaß einfach alles detonieren. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber vielleicht ist da irgendwo ein tolles Secret. Hier ist kein Secret ohne. Ich meine, Timer jetzt den ganzen Dungeon über da heißt, wenn ich was verpasst habe, hat er es auch mit verpasst. Das ist beruhigend.
Dann geht's noch aus. Cool. Beruhigen, dass ich nicht der Dümmste von allen bin. Nicht der alleinig Dümmste. Komm schon. Ich habe lange nicht aufgepasst und dich um deinen Kater gekümmert. Sauf nicht so viel, dann musst du dich nicht um deinen Kater kümmern. Meine Güte. Werd nicht zum Manu hier. Immer dieses Zeug. Shortcut. 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 Bei den Pflanzen war doch auch nichts mehr, oder? Was war hier unten? Nur eine Kiste. Da runter springen bringt mich nur im Kreis, oder? Ja, dann sei auch nicht so wie Eve. Das ist auch doof. Da waren doch nur die Köpfe oder etwa nicht. Ja. Da ging es nur so Köpfen, mehr nicht. Ich will auch keinen Sugar Daddy. Du willst auch keinen. Achso, ja, hast du. Ja, okay. Schade, Manu. Manu, schade, Tiny. Wir hätten sonst ins Geschäft kommen können. Jetzt ist da das Ding zu, willst du mich verarschen? Da ging es ja eh nur von der anderen Seite ran, damit ich mir den Shortcut freilegen kann, deswegen Wurst. Warum ist das ein Shortcut, der nicht frei ist? Wo bin ich hier? Rechts. Wie werde ich rechts? Indem ich die NPD wähle. Aber die NPD heißt ja nicht mehr NPD, die NPD heißt ja jetzt die Heimat. Ja, darüber würde ich auch gerne, zu dieser Kiste. Lass mich da hinkommen. Aber da ist ja diese Stelle, wo ich... Ja. Warte, ich kann doch darüber jumpen. Oh mein Gott, Alter. Time. Ich habe die Lösung gefunden. Oh mein Gott, manchmal ist es so einfach. Diese random Einblockstellen irgendwo, wo man dann auf einmal rüberspringen kann. Das hat mir jetzt Minuten gekostet. Warum bist du so dumm? Was heißt dumm? Ich hab's halt nicht gesehen. Also das ist nicht unbedingt dumm. So, da ist der Rückweg. Heißt erst das Zerschießen. Ja, das hast du gut gemacht. Zerschießen. Wirklich toll von dir, Spiel, dass ich mir die Animation zweimal ansehen muss. So. Dann geht's weiter.
Dann geht's gleich weiter. So, jetzt. Jetzt, nachdem ich, hey, neue Gegner, Flammengreif und Flammengreif 2 getötet habe. Die sehen cool aus, von hinten zumindest. Und ich bin fast tot auf 3 Leute. Geil. Und der eine wurde einfach weggeheatet und der zweite auch. Okay, überstanden. Irgendwie. Ich segne mal ein paar Leute hier. Und Blues darf auch mitmachen. Aber Blues segnet nicht, Blues betet nur tief. Blues ist nicht krass genug zum Segnen. Da ist nichts, okay. Da kann ich mich vermutlich von oben irgendwo runter droppen lassen. Warum ist das Spiel so langsam und voller Rätsel, die viel zu lange dauern, selbst wenn man sie optimal lösen würde? Es ist alt. Schieß mal. Danke. Oh. Au. Unnötige Sackgasse eingebaut. Diese Schlawine. Nach unten. Da ist der eine Shortcut, oder? Oh mein Gott, Time. Ich glaube, du hast mir gerade den Arsch gerettet, oder? Nee, was ist hier? Doch, da ist der eine Shortcut. Oh mein Gott, Time, Time, Time. Was würde ich ohne dich tun? Und eine Kiste? Ach, die eine Kiste von vorhin. Oh mein Gott. Ja. Time hat einfach einen Überblick. Time hat den Überblick. Was habe ich da bekommen? Schwanz von feuriger Echse. Schmiedbar. Scheiße, die haben dem Glumander den Schwanz abgeschnitten. Das ist nicht gut. Das war bestimmt Ruby in seinem Hass. Einfach Glumander den Schwanz abhacken. Ich glaube es nicht. Ich dachte nur, Fleckmon-Routen sind so Geld einbringerisch. Das ist auch der falsche Weg. Ach, ich kann mich entlang hangeln, wenn ich ganz unten hänge. Das macht's gerade irgendwie viel einfacher. Dumm. Immerhin ist es schmiedbar. Wobei schmiedbar eigentlich das falsche Wort ist, weil es ist nicht schmiedbar, man kann damit schmieden. Schmiedbar würde ja bedeuten, dass man es durch Schmieden herstellen kann. Das ist ja eine dreiste Lüge. Also bitte. Hier geht's gut, ja. Ich sehe gerade, ich bin Jenna und Heimi ist Gabi. Oder. Ja, so ist es. Ich bin Jenna und Heimi ist Gabi. Arme Time. Da käme ich nur wieder hoch von unten. Also, ich habe mir gerade die Klassen angeschaut. Pyromant und Zauberer. Will ich da runter? Oder probiere ich das um? Ich glaube, ich habe einen Rückweg, weil sonst wäre dieser Weg nicht da. Okay, ich will da runter. Auf geht's. Und das war jetzt der Weg. Ach, da war ich vorhin auch schon.
Da war ich vorhin auch schon, okay. Ich verstehe. Vielleicht entstehen besagte Echsen ja durch Schmieden. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das sind Schmiede, keine Magier oder Hexer oder was auch immer. Da ist einfach nur André. Das aktivieren, shit. André und wie der Typ aus Majula, aus Dark Souls 2 auch immer heißt. Kennt jemand ernsthaft die Namen von den Dark Souls 2 NPCs? Ich nicht. Okay, dann kann ich hier hoch. Da unten kann ich eine Wand wegsprengen. Sieht zumindest sehr, sehr verdächtig danach aus. Au. Das war wohl richtig, dass ich das gemacht habe. Denn jetzt passiert mit diesem riesigen Feuerfelsen, dass er explodiert und alles mit sich reißt. Wie diese Wand, okay. Soll mir recht sein, dann muss ich mir die Hände nicht selber schmutzig machen. Ich könnte sie mir vermutlich besser merken, wenn ich Dark Souls 2 häufiger spielen würde. Ja, was glaubst du, wie viele Sessions du noch brauchst zum Durchspielen? 2, 3? Ja, let's go time, ich spiel mal wieder. Schon 8, 9 Tage her das letzte Mal, oder? Okay, jetzt bin ich drin. Und wir wissen, hier gibt es irgendwo einen Shortcut zum Eingangsbereich. Ich will aber nicht. Aber Taimi, dann kannst du nie deine Statistik abschließen und veröffentlichen, um zu zeigen, dass du besser bist als ich. Dann wirst du immer dir anhören müssen, dass ich bei den 6 Bossen, die dir noch fehlen, ich potenziell besser war. Bei ganzen 6 Bossen. Außerdem ist das nächste Gebiet ja noch angenehm. Du kannst jetzt erstmal das normale Schneegebiet machen ohne Schneesturm. Dann die ganzen Ritter einsammeln, dann geht's ins Chaos, du bekämpfst den verbrannten weißen König. Und dann magst du entweder Sir Alon, was du schon schaffen sollst, der ist wie gesagt nicht so schwer. Oder du machst halt Ponyville. Du kannst dir Ponyville ja, wie gesagt, ein bisschen noch aufschieben durchaus. Ich muss nicht raten, ich muss das von 2 Seiten aus machen. Nein. Ich sterbe auch so fast. Okay, die Welt geht unter wegen mir, sorry. Aber da war eine Statue und ich wollte sie ein bisschen ansprengen. Und jetzt will ich auf diesen Knopf da drüben. Aber wie komme ich darüber? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, toll. Dann dauert es ja nur bis... Achso, du redest über Ponyville. Ja, da hast du wenigstens einen Stream schon mal gemacht und dann fehlt nur noch ein zweiter oder so. Geht doch. Dann bist du näher am Ziel. Ich will sehen, wie du die letzten Ritter aufsammelst. Aha, jetzt kann ich da entlang verstehen. Dann den König machst. Und dann Sir Alon noch besiegst. Komm schon.
Das ist doch ein Ziel, dem ich nachgehen würde. Der Schneesturm hat noch Zeit. Heilen ist vielleicht nicht verkehrt. Kann ich auch mit euch beiden hier unten tun? Nein, kann ich es nicht. Mit dir kann ich es auf jeden Fall tun. Voll. Fast. Also, nee, ganz cool. Cool. Hier ist einfach nichts. Auch cool. Ich laufe gerade wieder Richtung nichts, oder? Nee, da ist ein Weg nach unten. Ah, das ist die andere Seite. Okay, da kann ich auf den Schalter drauf. Haha. Und den ganzen Berg noch weiter fluten, weil... Oh. Okay. Habe ich nicht erwartet, dass das einfach alles abfließt. Aber gut. Geh runter. Da ging es nicht runter. Sir Loden greift komisch an. Der König hat erstmal eine Armee. Und zu den Katzen muss man ja wohl nichts sagen. Darf ich dann offiziell sagen, dass ich mehr Motivation hatte und aushaltefähiger war als du? Da geht's nicht runter. Ja, oben geht's runter, da wo ich... Ach, da. Du meinst in das Becken. Ja, okay. Und dann verschiebe ich das Ding. Ja, okay. Sinnvoll, wer bist du denn? Unterdämon? Was ist mit dem Oberdämon passiert? War das der Tod? Okay, es ist ein kleiner Tod. Vermutlich kann der den großen Tod holen. Jetzt kann ich, wenn die Lava wieder gestiegen ist, da einfach durchhüpfen. Sinnvoll. Ist es wieder... Ist es noch da geblieben? Ist es noch da geblieben? Viele große Gegner, tschüss. Ja. Gut. Soll einfach Lesser Demon heißen? Das kann sein. Oh nein. Nicht der Unterdämon. Ich habe nicht aufgepasst, was ich bekommen habe. Da ist der Schwanz. Habe ich einfach nur Geld, das Glücksmedaillon bekommen? Kann sein. Ja, okay. Geht's echt nicht weiter, oder? Nein. Cool.
der Unterdämon kommt. Steht. Jetzt kann ich die Lava wieder einschalten und kommen da trotzdem rüber. Was mir das genau bringt, keine Ahnung, aber es geht. Jetzt muss ich Timey echt wieder mit Dark Souls nerven, die Spiele. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ah, da geht's ja links hoch, stimmt. Shit. Ja, rechts, also... Da, das meinst du. Das ist eigentlich ein guter Punkt, Time. Ah, okay, wir bekämpfen mal die Unterdämonen, wa? Komm, wir setzen uns der Pokémon ein. Polaros darf nicht machen. Du kannst ihn unter dem Hohn besiegen. Sicher. Ich konnte alles besiegen, außer die Unterdämonen. Die Unterdämonen haben überlebt. Sorry, die sind zu stark. Wieder abfließen lassen. Wieder runtergehen. Mhm. Auf jeden Fall neues Gebiet, wo ich noch nicht war. Danke, Time. Ich hätte erst runtergehen sollen, oder? Ich glaube, ich hätte erst runtergehen sollen, oder? Irgendwas sagt mir stark, ich hätte erst runtergehen sollen. Okay, ich kann es einfach direkt abfließen lassen. Ihr nervigen Freunde. Time. Aha. Interessant. Oh. Interessant. Save Game. Hierhin. Hallo, Jin. Natürlich kämpfst du. Was habe ich auch anderes erwartet? Let's go. Blues wird ihm nicht viel Schaden machen, oder? Das war ein interessant aussehender Angriff. Den will ich gerne auch können.
Mag ich, dass das Becken im Hintergrund immer gefüllt ist. Vielleicht ist das ja ein anderes Becken und nicht das Becken bei uns in der Nähe gerade. Ja, komm mit. Komm mit, mein Süßer. Freut mich, dass du dich mir anschließen willst. Während mir Janne Discord-Pings reinsteckt ohne Ende. Das sieht aus wie etwas, das ich unbedingt tun will, bevor ich die Lava ansteigen lasse. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Mit leerem Lavabecken. Was will denn von dir? Gab es wieder ein Spiel von Bremen? Ach, Janne schreibt mir ständig über Fußball. Janne ist jetzt mein Fußball-Buddy geworden. Also seit ein paar Wochen schreiben wir echt so... Jenna ist tot. Schreiben wir echt so alle... paar Tage. Also... Das ist jetzt normal hier. Nein, das ist ein gutes Leben. Endlich ein Freund. Endlich ein Freund-Time. Etwas, das du nicht hast. Ha. Ja, jetzt mal Lava. Komm, wir aktivieren sie schon. Sind lange Animationen nicht was Tolles. Fußball ist nicht peinlich. Fanboy und Furries sind viel peinlicher Teil. Boah, welch gefährlicher Stunt von Felix läuft auf einem Seil über Lava. Und Yu-Gi-Oh! Ist eigentlich auch peinlicher. Eigentlich ist Fußball generell ziemlich unpeinlich. Eigentlich ist sehr viel, viel peinlicher als Fußball. Nebeltrank, was da auch immer. Schön, dass die Platte anhält, während ich im Inventar bin. Hab schon einen gehabt. 300 KP, verstehe. Habe übrigens vergessen, dass ich Mrs. Sonic Emote auf Twitch habe. Ich dachte, ich habe nur den Wunsch von Chaos. Ja. Anstatt den Wunsch von Missy. Ich rede nie über Ferris Fanboys oder Yu-Gi-Oh!, wenn du es nicht zuvor ansprichst. Du redest auf Twitter sehr oft über Fanboys und Yu-Gi-Oh!
Sehr, sehr oft. Ach, ich wollte doch gar nicht bei Chandler verschwenden. Ich wollte doch bei... hier unten verschwenden. Bei mir, ich Idiot. Ups. Ich rede mit Fanboys, aber nicht über Fanboys. Lass mal Timis Twitter-Aktivitäten abchecken. Sub King Time. Sind die Bilder von dir, die du hochhältst, nicht schon quasi über Femboys reden? Also, eigentlich ist darüber zu reden, wie horny jemand ist, auch ziemlich peinlich sein. Da hast du mal über Furries geredet. Vor einem Tag. Über Raubtier-Furries. Ohne mich. Du redest sehr viel über Schlaf. Da redest du über Femboys und über vorgeschlagene Posen. Da redest du über Klamotten. Klamotten sind viel peinlicher, Alter. Wer redet über Klamotten? Ich soll das Spiel weiterspielen. Da ist doch mal der Content, für den man hier zuschaut. Ja, oder? Zu sehen, wie Felix auf einer Platte steht und ich einfach teilweise Twitter durchlese. Das ist... das wollen die Leute sehen. Interessant, dass diese Statue da ist. Nachdem man sie nicht mal wirklich braucht. Lass mich fliegen, also. Warum sollte ich? Interessant. Einfach neue Kanalpunkte-Belohnung. Ich stöbere durch euren Twitter-Account. Andere Leute haben bestimmt spannendere Twitter-Accounts als du. Oder weniger peinlichere Twitter-Accounts als du. Hm,
Jetzt bin ich wieder hier. Cool. Cool, cool, cool. Keiner macht einen Volltreffer. Was ist denn mit meiner Truppe los? Der ist nicht peinlich. Fußball ist auch nicht peinlich, wenn du sagst das. Also ist Twitter auch peinlich. Also dein Twitter. Dein X-Account. Du bist viel peinlicher. Du weißt gar nicht, wie peinlich du bist. Du weißt gar nicht, wie peinlich du bist. Deine Interessen, wirklich ganz, ganz peinlich. Außer Dark Souls, das ist die einzige normale Interesse von dir. Bullshit. Lass mich darüber. Ich habe immer einen Namen gemacht, sodass mich Leute in der Bubble erkennen. In welcher Bubble? Über welche Bubble sprichst du? Der deutschen Fanboy-Twitter-Bubble. Also eine peinliche Bubble. Jetzt laufe ich wieder ein bisschen im Kreis, kann das sein? Nein. Nein. Das sind einfach nur alle notgeil, also. Will ich das Lava vielleicht wieder abfließen lassen? Kann ich mir theoretisch vorstellen. Komm, ich lasse es mal abfließen. Ultrablitz. Neue Attacke, austesten, let's go. Sieht eure Fußballbubble als noch peinlicher an. Ja, weil die Bubble selber peinlich ist. Wir haben ja auch den Verstand verloren. Time. Ich wollte da nicht nochmal drauflaufen, hör auf. Das wird noch peinlicher. Nein!
Können wir das mal jemand Unabhängigen fragen lassen? Oder beantworten lassen? Just oder so? Genau, das fährt da entlang. Das kann ich bestätigen. Frag mal Just Tiny, was peinlicher ist. Weil Just die Neutralität in Person ist. War da unten nur der Chin oder war da noch mehr? Wieder ausweicht, ich glaub's nicht. Bin ich hier jemals runtergelaufen? So, Drachenwut auf das Baldorfisch eingesetzt. Ich komme da nicht hin, oder? Oh nein. Wäre ja auch zu praktisch gewesen. Da ist auch nur ein Shortcut. Ja, da musst du nicht, oder? Das ist nur ein Shortcut, lass die Scheiße. Was soll ich, jetzt müssen wir nur warten. Hast du ihn privat gefragt oder auf meinem So? Darum, wie dich als Neutralität in Person bezeichnet hat, welche Twitter-Bubble ist peinlicher? Die Yu-Gi-Oh! Oder die Fußball? Und besteht die Fanboy-Twitter-Bubble nur aus horny Leuten? Und ist die Fanboy Bubble oder die Guck mal, das frag ich nicht. Lassen wir es so. Wir hätten Janne fragen sollen, shit. Ja, was ist das hier? Machen wir es an. Das geht von zwei Seiten. Vermutlich aus gutem Grund. Ich muss bloß diesen guten Grund kennen. Da kann ich es gleich wieder abfließen lassen. Was wolltest du jetzt nur fragen? Ob die Fanboy-Bubble oder die Fußball-Bubble peinlicher ist. Schön, dass Gabi noch leben darf. Holy moly. Bringt mir hier nicht viel.
aber ich kann hier fahren. Was bist du denn? Chimäre, oh mein Gott. In groß. Hallo. Hässliches Teil. Armigendo-Verschnitt. Diesmal mit Mia heilen, um nicht zu verschwenden. Gut. Und jetzt fahren wir Lava-Bodenplattform. Das beste öffentliche Verkehrsmittel, das es gibt. Ich kann dir eine TTT raussuchen, wenn du willst. Was habe ich auch erwartet? Wieso, was hast du vor? Machst du einen Spaziergang? Oder gehst du essen? Gehst du duschen? Gehst du kleine Kinder ärgern? Was macht denn Tiny so in seiner Freizeit? Machst du ein Fotoshooting? Gehst du shoppen? Online? Die TTT des heutigen Tages ist: Früher ist Taimi jeden Tag um 6.30 Uhr aufgestanden. Ja. That's it. Dann hat er irgendwann Twitch entdeckt und dann war es vorbei damit. Das ist aber ganz alt. Ja. Aber deswegen nicht unbedingt unaktuell. Ich gehe Sonntagnacht immer shoppen, ja. Deswegen habe ich noch online angefügt. Falls mir dann auch aufgefallen ist, dass das zur Uhrzeit nicht unbedingt passt. Ja, dann viel Spaß, Timey, beim Shoppen war. Oh nein, nicht wieder diese Dinge. Ich glaube, Wachstum brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, dann kann ich auch mehr benutzen hier. Gut. Gut, dass Wirbelwind auf dem Shortcut ist. Ne? Aha. Nicht wie der erste Trottel auf den Schalter direkt drücken. Okay, ich drücke auf den Schalter. Ja, ich bin. Es ist so doof, dass man automatisch einen Schritt nach hinten wieder macht.
Was machst du mit bloß? Kann ich jetzt da drüben irgendwo runter, ist die Frage. Wo es wollen? Ja, kann ich. Aha. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Krasse Scheiße. Oder ich kann da in die Mitte rein. Was will ich mehr? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall eine Kiste, die nehme ich mit. Noch so ein Echsenschwanz, Alter. Stirbt nach zwei Schlägen. Okay. Warum genau sind die ungleich verschoben, wenn die doch eh alle da rein müssen? Ist das unnötig oder ist es unnötig? Ja. Die nächste TTT, Leute, die wird einfach timing, geht Sonntagnacht immer shoppen. Golem, was zum Fick? Was will ich mit einem Herz? Was macht Gabi mit einem Herz? Schmieden, verstehe. Ich wollte nicht mal flüchten. Verflucht seist du unter Dämon. So, dann noch da entlang. Will ich hier unten auch noch irgendwas unbedingt verschieben? Ich würde gerne hier hochkommen und das Ding nach da unten schieben, Alter. Da kann ich nicht raus. Nein, okay. Sah aber ein kleines bisschen so aus. Bitte nicht Gabi töten, ihr Assis. Kann ich auch mit der... Nein, kann ich nicht. Okay. Ich wollte schon, ob ich auch mit den anderen wechseln kann. Aber nein. Tausende KP, Stoßgebet, heilige Schale. So viel hat Gabi nicht mal fast. Irgendwie lebt die noch alle, aber immerhin könnte die Gabi nicht umbringen. Glaube ich, hoffe ich, ja. Holy moly. Blues heilt dann Gabi. Wenn diese zwei nicht schon davor sterben. Okay, sie sterben schon davor. Mia.
Wie schön, dass du Teil unseres Teams bist, mein Lieber. Wirklich, wirklich sehr, sehr toll, dich dabei zu haben. Da wäre es jetzt praktisch, wenn die Lava oben wäre. Und ich habe hier diese Säulenfreunde verschoben, heißt, wir können die Lava gerne wieder nach oben setzen. Das kann durchaus was bringen. Wirbelwind hier. Deswegen ist aber auf der anderen Seite so ein Kopf. Ich verstehe. Ich komme hinter den Plan dieses Rätsels. Was heißt Rätsels? Dieses Dungeons. Dieses Vor- und Zurücklaufens. Detonation. Das zwei ewig lange Animationen triggern wird. Juhu. Und ihr sonst heute so. Daniel hat mir auch nicht mehr auf seine Gamescom-Fragen geantwortet. Warte. Ich muss doch jetzt da drauf. Dann kann ich hier hin. Perfekt. So ist da. Bin ich auf der Seite. Ich kann dein Glatten. Dann da auf Land. Dann da rein. Dann das Ding runterschieben. Und somit hier nach links und rechts. Interesting. Schön, dass es einen Rückweg gibt, falls ich da dumm drauf springe. Nee, ich wäre auch so zurückgekommen. Nimm's zurück. Da kann ich nur zurücklatschen. Ich glaube, das war so eine Art Shortcut. Warte, ging es dann noch nach unten? Ja, warum gehe ich... Schau nicht erstmal die Etage an. Weil hier nichts war, okay.
Vielleicht hat mein Gehirn das unterbewusst doch ganz schlau gemacht. Achso, hier kann ich gar nicht drüber jumpen. Okay, dann muss ich da lang. Und dann bin ich hier wieder, aber ohne Lava diesmal. Da, wo ich mir damals dachte, hey, warum ist da dieser Kopf? Wo ist Sinn dahinter? Dann war da der Chin. Hm. Also hier war ich schon mal. Das steht schon richtig. Ich meine, ich habe diesen einen Ding runtergeschmissen. Theoretisch kann ich die Lava wieder anders machen und dann schauen, ob da irgendwas bringt. Eine Säule vorhin bei dem Shortcut, die ich die Lava geschmissen habe. Ihr wisst schon. Wo kommt der nächste Discord-Ping her? Will ich nachsehen. Von Tiny. Ich lese mir später durch, nehme ich an. Hier laufe ich halt auch nur im Kreis. Aua. Lass es mich kurz hier wieder herüber. Nach unten will ich gerne. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich das will. Will ich das? Hier können Gegner kommen auf diesen Säulen. Okay. Wenn das Spiel das so für richtig macht. Weg. Nicht detonieren, wir bewinden sollst du. Wo habe ich das eine Teil runtergeschmissen? Hier nicht. Ich glaube auf der ganz anderen Seite.
glaube eher rechts. Ich glaube ganz stark eher rechts. Da. Dahin wollte ich. Nee, bringt mir rein gar nichts, hä? Eklig. Eklig, 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 eklig. Doch, ich kann es drüber schieben. Huh. Was bringt mir das jetzt? Nichts. Ich meine, Shortcut, aber sonst. Ich kann da runter. Ich bin da schon drin. Ich bin mir sicher, es ist ganz wichtig, was ich hier mache. Ist das wieder einer dieser Momente? Einer der Golden Sun Momente. Wo ich hier bin und denke, fettes, Und jetzt kann ich es hier wieder direkt ablassen. Ja. Geil, oder? Au, oh, okay, ich glaube, die haben einen Angriff, der alle mit einem KP überleben lässt. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum Gabi und Blues beide mit einem KP überleben. Mia, meine Liebe. Hi, ich brauche die nochmal. Ja, jetzt kann ich hier stehen. Cool, oder? Cool, 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 cool.
Ich würde echt gerne rüberjumpen. Wisst ihr das? Nee, wusstet ihr noch nicht. Jetzt wisst ihr. Da ist Shin. Da ist nur das Säulendings und oben war der Weg, der mich weiterbringt, theoretisch. So weiter zurück. Falls ich die Lava auch wieder einschalten möchte. Ach komm, lass mich Rückzug machen. Oh. Komm schon, Rückzug. Ja, kein Plan. Lass hier noch mal ein bisschen Lava machen. Hallo. Ah, will nicht fighten. Vielleicht sollte ich hier die Fähigkeit von Aaron mal nutzen, dass weniger Gegner kommen. Vermeiden oder Vermeidung, keine Ahnung. Das ist die Plattform, wo ich mir dachte, wo ich mich gefragt habe, wo das Sinn dahinter ist, oder? Ja. Ich weiß es immer noch nicht. Game. So komme ich auf die andere Seite, die ich mir gewünscht habe. Ja, ist eine andere Stelle und... Ach, keine Ahnung. Ich finde den Dungeon so verwirrend mittlerweile. Ihr glaubt es gar nicht. Noch eine Etage. Aber als ob ich so weit laufen muss, das kann gar nicht mehr richtig sein. Okay, was spricht die Lösung denn so? Ja.
Also ich muss auf jeden Fall nicht so weit zurück, wie ich zurückgelaufen bin. So viel kann ich euch schon mal verraten. Eben den Raum mit dem Golemherz dann zurück und dann Detonation, dann ist es ein bisschen. Muss ich mal schauen, was die wohl meinen. Weiß jemand noch, wo ich das Golemherz aufgesammelt habe? So komme ich nicht zurück. Ich komme nur mit Lava zurück, oder? Ich bin auch schon. Ich bin nur zu weit zurückgelaufen, lass mich. Oh, Blues. Das ist ja schön. Ich wünschte, ich wäre nicht hier. Ich wünschte, ich wäre gerade einfach ganz woanders. In einem anderen Spiel. In Dark Souls 3. Und würde den nächsten Boss und den übernächsten Boss beide first tryen. Sowohl den Drachenaffen. Bin ich. Als auch Nameless. Hä? Hey. Wir haben mich komplett verlaufen. No. Oh nee, ich hasse es. Genau, dann komme ich da wieder in den Chin-Raum. Und der Chin-Raum hat hier mittlerweile eine Abkürzung. Ja, da komme ich nicht in den Chin-Raum. Aber trotzdem bin ich irgendwo hier, wo ich sein will. Das ja auch. Kämpfen. Nicht tauschen, kämpfen. Hier geht es nicht weiter. Da ist der Chin-Raum, hab ich doch gesagt. Ja, okay. Dann ist hier oben auch ein Raum. Ah, mit einem Gegner. Ich habe mittlerweile noch einen Ping auf einem Surfer, cool. Ach, jetzt kann ich jetzt zurück.
sogar schon mal verstanden, aber jetzt verstehe ich es schon wieder. Ja, jetzt kann ich hier eben nicht zurück. Ach Leute, wie geht der Dungeon? Ich hasse es. Ich weiß nicht mehr, wie ich dahin komme, wo ich schon mal längst war. Das ist das Schlimme. Hier entlang. Hier entlang. Klar, wir sind auf dem Weg. War hier das Herz? Nein. Was ist der Status, wie ich die Lava auf dieser Ebene haben will? Nach dem Golemherz geht jetzt zurück und diesmal nach unten weiter, verschiebt die Säule nach rechts. Klettere die Wand und in den Durchgang. Das ist eine gute Frage, wie ich die Lava haben will. Mach sie mal aus. Da unten ist das Golemherz, Alter. Heißt, ich hätte die Lava eigentlich wahrscheinlich aktiviert haben wollen. Da unten haben wir das Golemherz geholt, oder? Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl. Okay, machen sie wieder an. Dann können wir hier irgendwo lang hüpfen oder wie. Ich meine, wir können hier irgendwo entlang hüpfen, so ist nicht. Was nützt das? Hilfe. Ne, wir gehen mal nach unten. Ist okay. Waren wir schon mal. Dann kann ich hier hin. Jetzt bin ich doch alle schon mal entlang gelaufen, Leute. Jetzt verstehe ich wieder nicht, wo ich sein soll. Ich glaube, die hier. Da muss ich dann noch ganz rechts kommen. Angeblich. Da bin ich noch vor entlang gelaufen, oder? Da war ich schon 10.000 Mal.
Ja, das sollte ich verschieben können. Was sollte ich verschieben können? Ja, Leute, ich bin im Kreis gelaufen. Cool. Und kann ich nach links? Mache ich es nochmal und dann springe ich nach links. Irgendwo nach links. Von welchem Raum sprecht ihr? Ach, da kann ich nach links. Vielleicht nein, dir das. Da war ich noch nicht, da habe ich noch nichts verschoben. Oh mein Gott. Okay. Okay. Jetzt habe ich wieder Wege, die ich ablaufen kann. Jesus. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ach, jetzt bin ich hier. Das war der Shortcut für ganz nach außen. Okay, ich habe einen Weg, den ich ablaufen kann. Hi. Säule, schön. Wie geht's dir? Nett dir. Bitte sei kein Boss. Wobei, was sei ein Boss? Ich hab Bock auf einen Boss. Nun, es ist kein Boss. Ich dachte nicht, dass ich einfach hier reinkomme. Was ist... Okay, ich wollte gerade sagen, was ist draußen, aber die Plattformen hinter mir gehen einfach weg. Ich werde es nicht herausfinden. Ich hoffe, da war nichts Wichtiges. Das sieht fast aus wie das oberste Ding. Zu erkennen. Feuer der Stein, würdig. Machst du das... Was macht das Feuer? Dann bin ich jetzt endlich dran. Ja, Jenna, let's go. Wir könnten auch Garrett nehmen mittlerweile. Wer hätte gedacht, dass man an diesem Tempel dann am Ende die Macht des Feuers braucht? Hätte ja keiner drauf kommen können. Ich dachte, hier braucht man die Kraft des Wassers. Brand. Brand, einfach Brand. Dann kann ich hier die zweite Fackel anzünden und bin dann frei, oder wie? Wie sieht's aus? Dachte ich. Nein? Schade. Schade. Dann verstehe ich nicht ganz, wie die Fähigkeit funktioniert. Wird schon irgendwie, ne? Wow. Ja, ich habe einmal mit dem Falschen angegriffen. Auf das Falsche. Auf den falschen Gegner. Wie funktioniert die Fähigkeit dann? Ach, dass ich so einen. Ein bereits bestehendes Feuer quasi weiter entfache. Okay. Mhm, das ist irgendwie. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kann ich schauen, was links und rechts ist. Links ist nichts. Dafür ist rechts ein wunderbares und tolles Nichts.
Schade. Und jetzt haben wir quasi ein Rätsel in dem Raum davor mit dem Feuer und diesen anderen. Ja, wie sagt man denn da? Fackeln? Sind das Fackeln? Ihr wisst schon. So ein Ding wie gerade eben halt in dem Raum. Genau. Tja, die Fähigkeit kann ich wohl auf den Shortcut legen. Aber es geht gar nicht weit genug. Was für eine Scheiße, Alter. Ach, es geht von oben. Komm ich so da hin? Nein. Ich dachte, ich muss die Steine anzünden, aber ich muss die Fackeln wohl anzünden. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Auf dich, auf das Schießen, was bereits an ist, geht ja gar nicht. Ah, Leute, als ob ich jetzt wieder so und zum Scheiß schalte. Ach so, lol. Ja, das war dumm. Ja, das war extrem dumm. Ja. Magma-Kugel. Ich geb's erstmal Schänder. Im Austausch gegen Götzen. Und dann, ich nehme an, das ist was zum Anlegen. Nein. Glühend roter Ball aus Vulkangestein. Kann ich raus aus dem Dungeon? Kann ich gehen? Kann ich heilen? Du bist mit dem Bankfenster fertig und kannst Stückchen wieder zurücklaufen. Das ist übrigens sehr gut auch zum Trainieren und CS. Lass den Bankfenster und schau. Im nächsten Kapitel, das war nicht okay. Raus hier! Felix! Rückzug. Ich finde es interessant, wie dieser Stein auf einmal so eisig wurde, nachdem ich einfach diese Magma-Kugel genommen habe. Isaac. Okay, nächstes Kapitel. Loro und Kanone, das klingt irgendwie. Ziel Loro, wo ist Loro? Loro ist da oben. Okay, Leute, auf nach Loro. Loro sollte irgendwo da sein. Du bist die Gondoran-Siedlung. Okay, ich wollte es nur überprüfen. Joho. Als ob ich da nicht rauskomme, es ist so lächerlich.
Digga, lass mich raus. Ich hasse es. Was ist das denn? Aber hier komme ich raus. Das ist so dumm, warum? Bist du Loho? Ja, hallo, ihr Menschen aus Loho. Willkommen in Loho, wir fördern hier verschiedene Erze, um Metall zu gewinnen. Minecraft habe ich früher auch gerne gespielt. Ja, kenne ich. Ich will schlafen, hallo. Danke. Was? Achso, du bist ein Händler. Ich dachte, ich kann hier schlafen. Wo kann ich hier schlafen? Hier kann ich schlafen. Konnte ich bei der Frau oben auch schlafen? Kaufen, verkaufen, Artefakt. Ich dachte, ich kann hier schlafen. Gäste, die bei uns übernachten wollen, sollen sich bitte an der Rezeption melden. Bitte sag mir nicht, oh mein Gott. Oh, kennt ihr aus Avatar Staffel 3? Diesen einen Typen, der unter anderem den Fisch mit den zwei Köpfen verkauft, aus der Folge mit der bemalten Lady oder Dame, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja, daran erinnert mich die Frau gerade. Hallo, ich bin hier unten, ich möchte bitte hier was kaufen und verkaufen. Verkaufen. Ja, Elixier, weg damit, Alter. So, was noch? Weg mit dem Teil. Haben wir mittlerweile 8 Charaktere, da dauert das ein bisschen. Lieb besiegte Freunde, das ist glaube ich gut, das sollte ich behalten. Was ist das? Schnelle KP wieder hier. Hm. Ah, der hat einen Apfel dabei, den sollte ich essen. Halt, heute mit Schlaf, weg damit. Belebt besiegte Freunde. Ey, Max ist ja reich gewesen, heilige Schande. Okay. Wo kann ich irgendwas reparieren? Was geht denn überhaupt zu reparieren? Lass mal den Apfel essen und danach kaufen wir einen. Wupp. Komm her, Frau. Ja, bitte komm her. Hallo. Bin hier. Ich will. Bin kaufwillig. Bin wirklich kaufwillig. Hallo. Ich will. Ja, komm. Danke. Dummes Prinzip hier. Kaufen. Also Zeugs. Artefakte. Das ist nur schlechter für jeden. Das auch. Das macht Garrett besser. Okay. Er trägt ein Spieltickets unter anderem. Du. Nö. Oh mein Gott, Jesus. Was hast du denn alles? Nö.
Das ist alles so billig, das kann gar nicht gut sein, Alter. Was ist damit? Komische Händlerin. Wie viele Sachen hat die denn? Okay, krass, das ist der Stab. Wer will den? Niemand. Dämonenstab, wer will den? Niemand. Gewänder, lass... Naja, spiel ein Ticket, gib her. Spiegelschild, das könnte ich in Zelda gebrauchen. Garrett macht das besser. Okay. Habe ich nicht gerade eben erst was Neues gekauft, Garrett? Egal. Tornado-Keule. Irgendwie gibt es hier viel Zeugs. Okay, lassen wir so. Passt. Passt. Hat Garrett hat jetzt Sachen da, die er gar nicht ausgerüstet hat? Weil du die verfluchten Sachen anhast. Oh, das checke ich jetzt erst. Egal, wurscht. Da ist ein Schimmel. Ey, Alter, auf deinem Haus ist ein Schimmel. Den will ich haben. Wäre nichts da drin. Was soll ich denn reintun, Alter? Detonation. Brand. Interessante Stadt auf jeden Fall. Was los mit euch? Leider keine Munition. Wie wäre es mit meiner Magma-Kugel? Oh mein Gott. Das war jetzt ein bisschen brutal, aber okay. Hat funktioniert. Alle wohl auf. Habt ihr das gehört? Dieser Kanal war ja unglaublich. Was denkt ihr euch eigentlich dabei, wenn ihr einen solchen Lärm veranstaltet? Wir haben die Wand eingerissen. Seht euch das an. Was läuft jetzt so? Ich war das nicht. Ich war. Das war die Wand. Seht euch die Wand an. Das merkt ihr jetzt erst, ihr Idioten. Die Wand, sie ist fort. Ja, ich habe mit der Kanone draufgeschossen. Und zum größten Teil, ja, man kann jetzt auf die andere Seite gelangen. Mir ist das gelungen, die Wand einzureißen. Ich hatte Munition. Viel wichtiger ist es, dass wir jetzt auf die andere Seite gehen können. Ja, wir kümmern uns, wir kümmern schon, wie es passiert ist. Endlich können wir graben. Lauft einfach ab. Es wird nicht einfach. Lauf. Wir sind neu, ja. Ja, ich bin mit dem Schiff hier. Ja. Bekommen wir die Kanone? Okay, das ist cool. Danke. Das ist ein nettes Dankeschön. Kann ich hier zum Chin gelangen? Das interessiert mich viel mehr.
kann auf jeden Fall nicht auf dieser Ebene raus. Ich kann auch nicht hier durch. Ziemlich kacke eigentlich. Aber vielleicht komme ich zum Chin, wenn ich da ein bisschen die Ranken hochklettere. Ist das was zum Graben? Ja. Noch ein Golemherz. Was mache ich damit? Ist das was, das hervorsticht? Ja. Detonieren vielleicht? Nein? Mörsen? Hochheben. Hochheben. Und nun? Also, habe ich noch einen Golemherz. Ja, China Krabaus. Was mache ich damit? Ich komme doch zu dir. Dann wohl speichern, wa? Save Game. Jetzt weide heute erst. So. Der kommt einfach so mit auf mich. Flaute! Was für ein Name. Ja, das brauche ich erstmal nicht mehr. Das kannst du tauschen, wenn du willst. Okay. War das alles, was ich in Loho machen will? Ein bisschen Herzen ausgraben und die Kanone bekommen? Golemherz, Kohle bekommen. Okay. Da. Ziel, nördliche Region von Prox. Da, wo es schon gar keine richtige Karte mehr gibt. Da will ich hin, okay. Da ist etwas für mich. Da, wo die Karte einfach schon vorbei ist, da fühle ich mich am wohlsten. Ihr müsst euch nicht weiter kümmern. Wir haben die Kanone ohne große Probleme auf euer Schiff gebracht. Das ist eigentlich ziemlich beknackt, dass jeder einfach auf mein Schiff spazieren kann, ohne dass ich da bin. Da hoch will ich irgendwo. Okay, ich weiß nicht, wie die Kanone funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt nutzen können muss, aber ja. Ich hab sie. Nördliche Region. Oh. Hm. Interesting. Wieder mal auch kreative Namensgebung von den Entwicklern. Also nördliche Region für die nördliche Region. Das ist echt kreativ auf hohem Level. Brand. Information. Ich dachte, ich kann vielleicht meine Kanone abfeuern, aber nö. Hey, den Typi, den gelben Vogel, gibt es jetzt auch auf dem Wasser. Cool.
den Flammengreif. Will ich eigentlich meinen Trupp wieder tauschen? Vielleicht. Oh Junge, ein Labyrinth. Welch tolle Sache. Wer mag nicht Labyrinthe? Wenn. Vor allen Dingen, wenn sie so langsam sind wie in diesem Spiel. Hallöchen und vielen lieben Dank für den Raid. Vanni und vier weitere Personen. Wie geht's? Wie lief's bei euch? Was gab's überhaupt bei euch? Hallöchen, Damen unter anderem. Willkommen zu Golden Sun 2. Wo wir gerade irgendwo rumschippern durch ein Labyrinth. Juhu, wer liebt's nicht? Und ja, es ist ein Labyrinth. Punkt. Bei uns gab's Pikmin 269, das klingt nach einem Fangame. Als ob es uns gut geht, weiß ich nicht. Es klingt dann nach einem ziemlich krassen Fangame. Was denn das hier für eine neue Twitch-Funktion? Gast hinzufügen? Ich drück einfach mal nicht drauf. Creighton, komm und sieh dir das an. Eine riesige Wand aus Eis versperrt uns den Weg. Zum Glück haben wir uns gerade eben eine Kanone besorgt, wa? Keine Sorge, Jenna. Mit Hilfe der Kanone, die wir in Loo erhalten haben, ist das kein Problem für uns. Mein Reden. Genau, wenn die Kanone eine Wand aus Stein weg zerstören kann, was wird sie dann erst mit einem mit diesem Eis anrichten? Felix, wir sollten zwischen diesen beiden Eisblöcken in Deckung gehen. Wenn du die Kanone abfeuerst. Okay, da check selbst ich, dass ich mich da hinstellen muss. Es ist ein Pikmin 2 Meme-Hack. Kenne ich nicht, aber das liegt daran, dass ich mich mit Pikmin eh nicht so gut auskenne, wie ich sollte. In dieser Entfernung sollten wir in Sicherheit sein. Gut, los geht's, Felix. Ziele auf die Wand aus Eis und friere die Kanone. Ja, let's go. Ja, ich bin dabei. Boom. Boom, Eiswand weg, wir fahren durch. Alles gut. Großartig, wir haben es geschafft. Jetzt können wir weiter. Ich weiß. Also gut, dann auf in die nördliche See. Vorwärts. Schön, dass das Garp hier auch noch unbedingt irgendwas sagen musste. Okay. Wo sind wir jetzt auf der Map? Wir sind außerhalb der Karte. Cool. Na, bin ich doch gerne. Ja, unser Schiff kann fliegen. Mittlerweile. Und schießen und. Ja. Es ist mittlerweile ein ziemlich krasses Schiff. Prox. Hallo? Sollt ihr so blau sein? Ist das gesund? Felix, willkommen zurück in Prox. Zurück? Sieht so aus, als müsste der Mars-Leuchtturm noch entzündet werden. Ach so, wir wollen hier den Leuchtturm entzünden. Aha. Ich verstehe. Erstmal heilen. 200 Münzen, das ist scheiße teuer. Das sind die einzigen Menschen in dem ganzen Spiel, die blaue Haut haben. Und ich frage mich, warum. Oder gelbe Haut. Hallo. Was für ein Tier liegt da auf dem Boden? Ein Bärenfell, okay. Nett hier. Also eigentlich gar nicht nett, eigentlich ziemlich viel Schneesturm und ein Iglu. Wie geht's euch? Der Wind ist so bitter kalt, dass wir beschlossen haben, uns im Iglu zu verstecken. Verstehe ich. Ist ja wie in Dark Souls 2 hier. Das Gebiet, wovor sich Taimi drückt. Shop.
Hallo. Nee, reparieren brauche ich nicht, warte. Artefakte oder ist der wieder nur dasselbe Scheiß wie vorhin? Da ist dasselbe krasse Scheiß wie vorhin, glaube ich. Okay, gehe ich jetzt nicht alles durch? Ich glaube, die Shops sind mittlerweile ziemlich am Maximum angelangt, ich glaube. Wir sind auch im Spiel schon recht weit. So weit steigen sich, glaube ich, einfach nicht mehr. Bevor ich da hochgehe, da ist ein Heiler. Dann komme ich irgendwie nach rechts an das Dingsbums ran. Ja, so. Isaac Hippo. Nicht verschieben. Telekinese, so. Hippo. Da war ein Item. Kann das nicht ausgraben. Wir müssen alles unnötig kompliziert machen. Hier, Spaten. Was habe ich jetzt? Dunkle Materie. Was man halt so im Schnee findet, wa? Ein bisschen dunkle Materie. Ganz normal. Okay. Dann kann ich auch hoch. Aha. Ah. Gin. Ups. Oh nein, es wird ein Pokémon. Wird es ein Pokémon-Eis-Rätsel? Nein. Oh. Komm raus. Danke. Selten gehabt, dass ein Gin so einfach mitkommt. Tigel. Hallo, Tigel. Alles Tigel bei dir. Du darfst dich gleich mal aktivieren, wenn du magst. Ja, hier komme ich. Nehme ich an, nicht wirklich weiter. Ich meine, hier war auch der Gin, heißt der Weg ist eigentlich auch ein Secret. Von daher weg damit. Heißt weg damit, weg von hier. Darüber und dann wollte ich noch hier oben reinschauen. Denn hier gibt's Weg. Viel Weg. Ein einsames Haus. Sie sind nicht hier. Merkwürdig, wir haben überall gesucht, aber wir konnten keine Spur von ihnen finden. Jeder sagt, dass sie praktisch spurlos verschwunden sind. Äußerst eigenartig. Du glaubst doch etwa nicht, dass sie... Denen geht's gut, keine Sorge. Niemals wären sie zum Leuchtturm gegangen. Ich muss zum Leuchtturm. Okay, da wollte ich eh hin. Puel wird erzürnt sein, weil er seinen Befehl nicht befolgt und, sie nicht freigelassen haben. Dabei hat er sich klar und deutlich ausgedrückt. Wenn Felix nach Brox zurückkehrt, lasst seine Eltern frei. Wow. Felix hat so viele Mühen auf sich genommen, nur mir jetzt zurückzukehren. Ich bin Felix. Meine Eltern wären hier gewesen. Meine Eltern sind beim Leuchtturm. Oh, shit. Ich hoffe, meine Eltern haben mittlerweile noch normale Hautfarbe. Geht's hier weiter? Hm. Was seid ihr für Goblins, Alter? Wir können nicht länger auf Agathe und seine Männer warten. Wenn wir noch länger warten, wird es unmöglich sein, den Leuchtturm durch den Wind und Schnee hindurch noch zu erreichen. Ich werde den Leuchtturm aktivieren. Wird jemand von euch mitkommen? Puel, ich kann dich nicht alleine ziehen lassen. Wenn etwas zustößt, wer soll dann unsere Stadt anführen? Bitte, du musst uns an deiner Stadt gehen lassen. Wie kannst du erwarten, etwas zu vollbringen, das Agathe und Dinaria nicht schafften? Sie sind sicher mächtiger als jeder andere hier. Aber wir können nicht weiter rumschen und nichts tun. Sie kommen nicht mehr zurück, genau wie Satorus. Du musst es uns versuchen lassen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht zulassen. Hört auf euer Oberhaupt, er spricht weise.
Ich spreche auch mit dir, Puel. Wenn Agathe und die Narya es nicht schaffen, wie willst du als einziger Mann es tun? Was sagst du da, wenn wir noch länger diskutieren, ist unsere Stadt in den Untergang geweiht? Wir können es nicht riskieren, noch mehr Leben zu opfern. Also müssen wir ausharren und darauf hoffen, dass ein Wunder geschieht? Ich bin das Wunder, hallo. Hallo. Ich bin das Wunder. Oh, Felix, bist du es? Ich habe gehört, dass du wieder zu uns zurückgekehrt bist. Du wirkst jetzt um so viel stärker als zu dieser Zeit, in der du uns verlassen hast. Es scheint, als hätte er ein paar Verbündete mit sich gebracht. Ja, ich bin Graydon. Mein Name ist Isaac. Und die restlichen sechs von uns? Isaac, ist das nicht? Agathe sagt, dass das der Name des Mannes, der Sartorius und Menade getötet hat. Isaac, lass nur. Ihr habt recht, aber Isaac hatte gute Gründe, gegen sie zu kämpfen. Sartorius und Menade sind in Vale eingefallen, haben dort den heiligen Schatz gestohlen, haben einen Vulkan zum Ausbruch gebracht. Ihr könnt Isaac nicht die Schuld dafür geben, es sie verfolgt und gegen sie gekämpft zu haben. Er musste das, was sie gestohlen hatten, wieder zurückbringen. Wollten sie nur aufhalten und wir dachten nicht, sie würden bis zum Tode kämpfen. Sie stürzten sich selbst in das Leuchtfeuer des Venus-Leuchtturms. Haben Sartorius und Menade sich weitergeschlagen? Ihr habt sicher gedacht, ihr hättet gegen sie keine Chance, oder? Warum bejahst du einfach alles? Ihr wart sicherlich die ganze Zeit über angespannt und nervös. Mir nicht wie ein Feigling, Isaac. Sartorius und Menade mussten einen Auftrag erfüllen, das war alles. Wäre ich an eurer Stelle gewesen, hätte ich genau dasselbe getan. Euch rief keine Schuld. Das war leicht, die Leute zu überzeugen. Und am Ende wart ihr stärker, als sie es waren. Darauf solltet ihr stolz sein. Wisst ihr, wir behaupten da einfach irgendwas ohne Zeugen und ja. Wir glauben uns, ist doch schön. Es stimmt mich traurig, dass sie ihre Leben in Erfüllung ihrer Pflicht lassen mussten. Aber es war unvermeidlich. Was geschehen ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wir sollten nun zusammen arbeiten, um einen Weg zu finden, Vaya zu retten. Wir wissen, dass Agathe und die Narya zum Marsleuchtturm aufgebrochen sind, aber bis jetzt noch nicht wieder zurückgekehrt sind. Dann können wir nur noch warten, bis wir über die Gaia-Fälle unser Schicksal stürzen. Es scheint, als wäre der Marsleuchtturm genauso gefährlich wie all die anderen. Und es bleiben nur noch ein paar Soldaten und keiner von ihnen kann bis an die Spitze gelangen. Wir schaffen das, alles gut. Nur Sartorius und vielleicht Agathe waren stark genug, ganz nach oben zu gelangen. Und keiner von ihnen kann jetzt noch helfen. Ja, Isaac, wir können das. Wir können helfen. Das sehe ich auch so. Wir haben bereits drei Leuchttürme erklommen. Das bedeutet schon ein weiterer. Auf zum Marsleuchtturm. Sie haben bewiesen, dass sie stark genug sind. Wir sollten darauf vertrauen, dass Felix es schaffen wird. Es ist eine höchst unerwartete Wendung der Ereignisse. Aber ich bin bereit darauf zu vertrauen, dass du den Leuchtturm entfachen kannst. Auf zum Marsleuchtturm. Gehen wir, Felix. Vorwärts, Isaac. Es gibt etwas, das ihr nicht vergessen dürft. Um das Leuchtfeuer des Marsleuchtturms zu entfachen, braucht ihr den Marsstern. Ah, oh, und Agathe und die Narya haben den Marsstern bei sich. Ihr müsst Agathe und die Narya finden, um den Marsstern und den Marsstern abnehmen. Danke für eure Hilfe. Die Zukunft von Wyatt liegt in euren Händen. Gerne doch. Laufen wir noch bis zum Leuchtturm, wa? Achso, ich habe hier keine Karte hier. Ach, der ist schon direkt hier. Und dann geht's hier pünktlich um 22 Uhr. Wohl im nächsten Stream weiter, wa? Aber sowas von. Dann speichern wir noch. Save Game. Weil ich nicht normal speichern kann, das ist bei mir irgendwie kaputt. Speichern zur Sicherheit noch ein zweites Mal. Falls irgendeine Scheiße passiert. Man weiß ja nie. Und dann bedanke ich mich bei allen, die heute hier waren.
bedanke mich nochmal für den Raid bei Vanikura. Und schaue, wen ich selbst raiden kann. Ha. Streamplan kommt auf meinem Server erst morgen irgendwann, denn Shelly ist verhindert. Und ja, ich kann euch aber verraten, es gibt jedes Projekt nächste Woche einmal. Und Golden Sun geht am, lass mich lügen, am Samstag weiter, Dark Souls 3 am Freitag und Multiworld OT Randomizer am Mittwoch. So, da habt ihr den Plan zuerst gehört, bevor er dann in schön aufbereiteter Variante irgendwann kommt. Auf zu Scully, wa? Werbung. Auf zu Scully, da gibt's Minecraft. Wer mag denn kein Minecraft? So. Dann, wie gesagt, danke an alle, die hier waren. Man sieht sich irgendwann wieder. So, Sir_Skullking. Und ich wünsche euch einen schönen Start in die nächste Woche morgen. Tschüssi. Ja, weil da vorhin die Nachricht.